Servus, Spielzeichen ja draußen, ich bin Dirk und willkommen bei Games to Gaming. So, kommen wir heute mal zum angezockt Fazit. Fazit bedeutet immer, wenn ich das Spiel angezockt habe, also ein paar Parts rausgebracht habe, dann werde ich ein Fazit von dem Spiel machen, wie es mich halt interessiert hat und wie ich es finde und weiterempfehle und sonstiges halt. So, und wir haben Bloodline Champions gespielt und dazu kommt jetzt auch das Fazit. Es ist ein kleines, interessantes Spiel. Bloodline Champions ist es an andere Spiele angelegt auf jeden Fall, wie zum Beispiel jetzt LOL, was jetzt nicht mit der Steuerung zu tun hat, sondern eher mit dem Feeling. Denn auch mit einem anderen Spiel, das heißt Brawl Busters, was ich generell eigentlich nicht mag, dieses Spiel. Also Brawl Busters. Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt davor oder danach kam. Auf jeden Fall ist es ein verdammt ähnliches Spiel. Mit gleichem Spielprinzip halt bloß, das andere ist halt nicht so gut umgesetzt worden oder auch nicht so schön funktionell. Dazu gibt es aber noch andere, sehr viele von dieser Art von diesen Spielen, was einen ziemlich daran erinnert. Ich finde, es hat am Anfang, kann es sehr viel Spaß machen, dieses Spiel. Es kann aber auf die Zeit etwas nervig werden und ob es auf die längere Zeit auch sehr fesselnd ist, kann ich leider nicht sagen. Ich fand es nicht besonders sehr fesselnd auf die längere Zeit. Also es war ziemlich langweilig dann später, auch wenn man dann zum Beispiel jetzt nur noch so eine Noobs im Team hat, mit dem man dann zum Beispiel jedes Spiel nur noch verliert, gibt es besonders keinen großen Reiz weiterzuspielen, auch wenn es ein Ranglistensystem hat, von dem man aber noch nicht viel groß am Anfang merkt und deswegen halt so ein bisschen schwer wird, dass man dann halt da was groß reißen kann. Ja. Es hat eine sehr schöne Grafik, für ein Free-to-Play-Game jedenfalls. Es ist eine sehr angenehme, schöne Grafik, die man auch gerne auf längere Zeit betrachten kann. Es hat ein vertrautes Kampfsystem oder auch Bewegungssystem, das halt mit WASD laufen und mit Rechtsklick und Linksklick, wie man zum Beispiel aus Diablo oder anderen Action-Rollenspiel kennt, dass halt die Fähigkeiten mit aktiviert werden. Oder halt auch auf Leertaste. Wie zum Beispiel mit Leertaste auch aus Realm of the Mad God. Das sind auch sehr schöne Beispiele dafür. Also das ist halt alles ein bisschen zusammen. Ich finde es eigentlich gut, dass es so verschiedene Modien gibt. Zum Beispiel die Arena-Kämpfe oder auch die Herrschaftskämpfe oder die Capture the Flag, also der Artefakt-Flag da, also das ist sehr schön, da kann man sie eigentlich schön abwechseln, nur halt, ob es dann auf die Dauer auch abwechslungsreich genug ist, kann ich nicht so 100% garantieren. Ich finde es leicht zu verstehen, dieses Spiel, das heißt auch diese Fähigkeiten, die jeder einzelne Charakter abgibt, die muss man sich einfach nur mal kurz durchlesen und die sind auch recht leicht zu kapieren. Das heißt, man muss jetzt nicht großartig 5000 Mal das Tutorial spielen, aber es ist schon angebracht, dass man das spielt. Es ist ein sehr schönes erklärtes Tutorial, auch wenn es auf Englisch ist. Dazu ist aber ein deutscher Untertitel, also deutsche Kommentare unten, dass man dann halt kein Englisch lernen muss. Dieses Spiel an sich ist eigentlich auch auf Deutsch, also das Menü. Es gibt in verschiedenen Sprachen, man kann es halt auch in Deutsch oder in Englisch oder in Spanisch oder so spielen. Obwohl Spanisch halt jetzt gar nicht, na, auf jeden Fall andere Sprachen. Und ja, also ich würde diesem Spiel einen Spielspaß von an anfangs um die 70 bis 80% geben, dann aber um die späteren Spielspaß würde ich schon fast schon in die 50er bis 40er-prozentigen Bereich leider nur bringen. Und es kommt natürlich auf die Person selber drauf an, ob man wirklich sehr viel Spaß mit diesem Modus hat oder mit dem Spiel. Und auch wenn man zum Beispiel jetzt Freunde zum Spielen hat, kann es immer noch variieren mit dem Prozentigen. Aber sonst so in den 50er, 60er, 70er Bereich, finde ich, würde, könnte das Spiel schon bleiben. Und so, ja. Dies war dann so erstmal mein Fazit von dem Spiel. Wie, es ist Free-to-Play, ihr könnt es selber testen. Das heißt, ihr müsst euch nicht darauf anlegen, wie ich das Spiel bewertet habe. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen, bei was auch immer. Und bis zum nächsten Video. Das war Duke und